Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Gestern habe ich wieder mal eine Sulz gemacht, und zwar von einer Stelze, von einer Schweinsstelze. Und ich finde das total super gut für die Jause, beziehungsweise für die Marent, wie wir in Tirol so. Sauer mit Essig und Öl, ein Gurkerl und eine Eile dazu, ganz klassisch. Und ein Zwiebel, das ist sowas Tolles, Erfrischendes. Und wie ich die gemacht habe, das könnt ihr jetzt in meinem Video anschauen. Also eine Haussulze, das ist eigentlich ganz was Einfaches zu machen. Das ist man bei uns in Tirol total gern zur Jause. In Tirol sagt man zur Marent. Das essen wir einfach sauer mit Essig und Öl und Zwiebeln, Gurkerl dazu. Das habt ihr eh gesehen. Und es ist eigentlich ganz einfach zu machen. Ich nehme da immer eine Schweinestelze. Da habe ich jetzt noch eine kleinere Menge. Da habe ich jetzt nur die vordere Stelze. Das ist ein bisschen die kleinere. Und starten wir gleich. Da stellen wir uns meinen Topf auf und dann schneide ich mir Zwiebel auseinander. Und die lasse ich da einfach so trocken ein bisschen anrösten. Im Prinzip macht man den Sud da genau gleich, als wie eine Rindsuppe, noch halt ein Schwein. So, da lassen wir die Zwiebel und da gebe ich jetzt ganz gern schon die Wacholderbeeren dazu, die Pfefferkörnel und auch die Lorbeerblätter. Die Wacholderbeeren, wenn man die in der heißen Pfanne oder im Topf ein bisschen ganz leicht anröstet, sage ich mal, dann kriegt ihr ganz einen tollen Geschmack. So, da warten wir jetzt gerade, bis die Zwiebel leicht braun ist. Die Zwiebel hat einfach einen besseren Geschmack und gibt den Geschmack dann natürlich an den Sud ab. Und das ist halt, wenn man von vornherein schon schaut auf Geschmack und Aromen und alles, was man rein tut, kriegt man auch wieder raus, sage ich. So, das ist jetzt da schon mal ein bisschen angeröstet und da gebe ich jetzt einfach mal Wasser drauf. Kaltes Wasser rein. Und zwar so viel, dass diese Schweinsstelze schön mit Wasser bedeckt ist. Und jetzt geben wir gleich das restliche Gemüse dazu. Und natürlich Petersilie. Da habe ich einen Sellerie. Dann Karotten. Und ein bisschen Lauch. Das Einzige, was halt bei der Sulz ist, es ist nur zeitaufwendig, aber sonst ist es ganz, ganz easy. Das Ganze werden wir noch ein bisschen salzen, damit das Fleisch ja auch ein bisschen einen guten Geschmack hat, weil sonst ist das recht fad. So. Dann gebe ich einen Deckel drauf und so lasse ich das jetzt ca. 2 Stunden so leicht dahin köcheln. Jetzt werden wir bei unserer Sulze weitermachen. Das Fleisch ist jetzt gar. Ich habe das ca. 2 Stunden kochen lassen in dem Sud und nur leicht köcheln, damit das Fleisch noch ein bisschen saftig ist, nicht ganz so trocken. Und jetzt halt ist alles ausgekühlt und jetzt werden wir die Sulze richten. So, den Sud habe ich mir jetzt abgemessen. Ich brauche jetzt für meine Menge ca. 1 Liter Sud und die dementsprechende Menge an Gelatineblätter habe ich mir da schon einmal eingeweicht in kaltes Wasser. Aber jetzt werden wir zuerst den Sud einmal aufkochen. Wir geben das Ganze in so eine Form rein, ganz egal wo man das reingibt, kann man auch gut in Gläser einfüllen, in Schraubgläser, geht auch gut. Aber ich mag ganz gern diese Kastenform, weil wenn man das dann stürzt, kann man schöne Scheiben rüberschneiden und das schaut eigentlich ganz toll aus. Jetzt werden wir uns zuerst ein bisschen Frischhaltefolie reingeben, damit man es, wenn man stürzt, ganz schön
ausgeht eben von der Form. Gell? Dann gibt es eben diesen kleinen Trick. Zuerst die Form mit dem kalten Wasser auswaschen. Dann Folie, so viel man halt braucht. Die werden wir auch unter dem kalten Wasser einmal kurz befeuchten und dann werden wir das fest ausschütteln. So. Das kann man nämlich viel schöner da in die Form einbringen, diese Folie, wenn es eben nass ist. Das legt man sich dort so drauf und mit einem frischen Tuch drückt man die dann in die Form hinein, die Folie. Es geht ein bisschen rum, dass man das schön sieht. So. Und schon haben wir diese Form mit Folie ausgelegt. Sobald der Sud dann heiß wird, der muss nicht unbedingt kochen, gebe ich die Gelatineblätter dazu. So. Und jetzt sollte der Sud sowieso nicht mehr kochen. So rührt man das einfach ein, weil die Gelatineblätter eigentlich nur bis 80 Grad die Kraft kommt zum Gelieren. Danach ist es eher ein bisschen bedenklich. So, das rührt man mal schön ein. Den Sud habe ich zuerst schon abgeschmeckt mit Salz. Ich habe ein bisschen Magikraut mitgekocht. Das ist ein guter Geschmack. Und natürlich braucht das jetzt ein bisschen Säure. Und da gebe ich immer ein Essiggurkelwasser rein. Auf meine Menge sind das ca. 4 cl. Das gebe ich mir da rein. So, jetzt haben wir eigentlich für unser Gelee schon alles fertig. Dann, Moment. So. Jetzt gebe ich mir da ein bisschen, ganz ein kleines bisschen von dem Sud da unten rein. So. Und das kann man dann ausgarnieren, eben wie man es gern hat. Wir werden jetzt ein Ei in Scheiben schneiden. Nehmen wir mal ein bisschen ein feineres Messer. Schauen, dass man schöne Scheiben hat. So. Und die legen wir uns jetzt da unten hinein. Man muss sich einfach vorstellen, wenn man die Sulze dann stürzt, dann sieht man das ja, ist das die obere Seite, diese ausgarnierte. Schaut eigentlich ganz toll aus dann. So machen wir das. Essiggurkel. So. So. Und so stelle ich mir das jetzt für ein paar Minuten in den Kühlschrank, damit das zu gelieren beginnt. Und das tut man einfach, damit das in der Mitte bleibt, dann, damit es nicht verrutscht. Und in der Zwischenzeit werden wir uns unser Fleisch schneiden. Dann unser Fleisch, das hat sich ja eh schon vom Knochen schön gelöst beim Kochen. Den braucht man nur herauszupfen. So. Und jetzt werden wir uns die Haut weggeben. Und das Garf, ein bisschen Fette, gebe ich auch weg. So. Schneide das eher ein bisschen länglich. Und da schaut man halt, dass man diese kleinen
Fetteinlagerungen und so halt noch wegschneidet. Das putzt man ein bisschen aus, wer das nicht mag. Und so ungefähr so größere Stücke schneiden. Ich werde mir da jetzt ein bisschen behelfen. Hex, Hex, fertig gehext. So, dann geben wir das Fleisch eine Weile in die Schüssel. Da gebe ich ganz gern Erbsen dazu und Karotten. Und ich nehme da nur diese Karotten, die ich zuerst im Sud mitgekocht habe. Der schneide ich mir ein bisschen kleinwürfelig. Nehmen wir mal jetzt ein bisschen ein nettes Messer. So. Das Fleisch habe ich mir jetzt mit dem Gemüse da ein bisschen gemischt. Und jetzt holen wir mal unsere Form aus dem Kühlschrank. Das wird schon ganz leicht geliert da. So, und jetzt werden wir das Fleisch da ein bisschen drauf schlichten. Vorsicht einfach, dass man nicht alles zerstört. Und am besten ist, man schaut, dass man das, wenn man es dann so schneidet, die Terrine, die Sulze, dass man die Fleischstücke, die langen, so hineingibt. Dann hat man dann einen schönen Anschnitt. Okay. So. Zwischen das Gemüse. So ein Sulz kann man eigentlich total vielseitig machen. Egal ob Gemüse oder Schinken, Fisch, Rindfleisch. Das ist eigentlich ganz nach Geschmack, kann man das richten. Man muss nur immer einen passenden Sud dazu haben und passende Gemüse. Das ist ganz was Tolles, eigentlich so eine hausgemachte Sulze. So, das noch da rein. Gut. Ein bisschen einrichten, das Ganze. Und da gehen wir jetzt unseren Sud, wo wir ja schon die Gelatine drin haben. Das rührt man mal gut durch. Dann leert man das ganz vorsichtig drauf. Jetzt das Ganze in den Kühlschrank und lasse es über Nacht fest werden. Und morgen werden wir es dann anschneiden. Vielleicht hat euch das gefallen, ist einmal was anderes zur Jause oder zur Marind, wie ich schon gesagt habe. Dann macht es noch, probiert es aus. Ist keine Hexerei. Viel Spaß, gutes Gelingen, bis zum nächsten Mal.